Warum die Todesser glaubten, Harry Potter sei der neue dunkle Lord. Das und mehr jetzt in diesem Video. Im heutigen Video möchte ich einen Blick auf ein sehr interessantes Thema werfen. Und zwar, was die Todesser über die Geburt von Harry Potter dachten und was die Prophezeiung für sie bedeutete. Und vor allem auch, welchen Einfluss dies auf den dunklen Lord haben würde. Einige Todesser glaubten nämlich nicht nur, dass Harry Potter mit der Macht geboren wurde, um den dunklen Lord zu besiegen, sondern auch, dass er derjenige sein würde, der ihn ersetzen und seinen Platz einnehmen würde. Das ist absolut verrückt in Betracht zu ziehen, aber es ist wahr. Es hätte definitiv passieren können, dass Harry der neue dunkle Lord wird. Lasst uns, um das aufzuschlüsseln, einmal einen Blick auf die Situation und die Umstände werfen und das Ganze einmal subjektiv betrachten. Voldemort ist also vermeintlich, wie wir alle wissen, der mächtigste dunkle Zauberer aller Zeiten und er wird als viel schlimmer angesehen, als zum Beispiel jemand wie Gellert Grindelwald jemals war. Zumindest hatte Grindelwald wirklich die besten Interessen der Zaubererwelt im Kopf und im Herzen, trotz seiner unkonventionellen Methoden. Voldemort hingegen wollte einfach nur König sein, die Nummer 1 von allem, was den magischen Sektor betrifft. Er ging auf seine Kampagne durch Großbritannien, um Anhänger zu gewinnen und verbreitete Angst und Schrecken. Er überzeugte viele Leute, sich ihm anzuschließen. Ich glaube, dass sich durch die Anwendung der dunklen Magie bei ihm seine Denkweise sehr hart zum Schlechten verändert hat und er dadurch erst richtig zu Macht kam. Er hat wirklich die Grenzen der Magie weiter durchleuchtet als jeder andere Zauberer vor ihm. Er wurde praktisch konkurrenzlos mächtig und baute so eine große Armee auf, dass es nur eine Frage der Zeit war, bis er jedes einzelne Ziel, das er sich gesetzt hatte, erreichen würde. Und dann war da noch die winzige Tatsache, dass er unsterblich war. Spulen wir in die 80er Jahre vor. Die Todesser stehen kurz vor dem Sieg über den Orden des Phönix. Es ist ein letztes Aufbäumen und der einzige Grund, dass sie so lange durchgehalten haben, ist, dass Albus Dumbledore so eine große Ausdauer hat. Voldemort war kurz vor dem Sieg, bis er von der Prophezeiung erfährt. Diese Prophezeiung hielt ihn buchstäblich davon ab, die Kontrolle über das Ministerium zu erlangen. Ich meine, er hätte definitiv seinen Kampf erst gewinnen können und danach Harry besuchen können, oder nicht? Es war also ein pures Ego-Ding. Harry wurde gerade erst geboren und er war noch keine Bedrohung. Er hätte also erst seinen Sieg sichern können und sich später um Harry kümmern können. Voldemort hat sich damit selber aus dem Spiel rausgehauen und seinen Körper verloren. Und genau dort ist der Punkt, an dem es anfängt, interessant zu werden. Die Prophezeiung besagte, dass derjenige, der die Macht hat, Voldemort zu bezwingen, naht. Die Prophezeiung verbreitete sich offensichtlich sehr schnell in den Reihen der Todesser und ließ alle möglichen Leute ihre Entscheidung überdenken. Natürlich auch Voldemort selbst. Die Frage, die sich hier stellt, ist, wie das Baby Harry, welches noch nicht einmal sprechen konnte, den Untergang von Lord Voldemort herbeiführen könnte. Es war ein Weg des Universums, Gleichgewicht in die Welt zu bringen, indem es Voldemorts Unsterblichkeit in Frage stellte. Er konnte nicht sterben, aber diese Prophezeiung kommt daher und sagt, dass er es doch kann, und dieser Junge kann das erzwingen. Die Frage ist, war dieser Junge dazu bestimmt, den dunklen Lord zu besiegen und seine Herrschaft zu beenden, oder war tatsächlich Harry Potter die Person, die die Todesser zu unglaublichen neuen Höhen führen würde? Denkt mal darüber nach. Jeder, der Voldemort tötet, wird natürlich eine Menge Leute zum Reden bringen. Während bestimmte Todesser wie Bellatrix Lestrange und Barty Crouch Jr. versuchen würden, ihren alten Meister zu finden, gäbe es andere Todesser wie Lucius Malfoy oder Peter Pettigrew, die beginnen zu glauben, dass dieser Junge der neue dunkle Lord wird, sein Ersatzlord, wenn man so will. Dies unterstützt einige der Gründe, warum Lucius sich im Schatten aufhielt und keine Aufmerksamkeit auf sich lenkte, und er behauptete auch unter dem Imperiusfluch zu stehen. Manche wissen das vielleicht und manche nicht, aber Lucius hat tatsächlich Draco dazu ermutigt, sich mit Harry anzufreunden und sich mit ihm gutzustellen. Deswegen sehen wir Draco auch, wie er versucht, im ersten Teil mit Harry befreundet zu sein. Natürlich war allein der Ruhm des Jungen ein Bonus, aber er wusste, dass Harry selbst immer noch versuchte zu entdecken, wer er wirklich war. Und wenn Draco Harry irgendwie in die Richtung bringen könnte, dann könnte es für alle Beteiligten von großem Vorteil sein. Es war aber nur Lucius, der so dachte. Viele andere Todesser fragten sich, was Harrys Rolle sein würde, wenn er älter wird. Wenn es um Schurken geht, kommt normalerweise auch im wirklichen Leben der nächste Anwärter und fordert den aktuellen Anführer heraus, um die Macht an sich zu reißen. Draco war die erste Person, die Harrys wahre Persönlichkeit entlarvte, als seine Freundschaft von Harry zurückgewiesen wurde. Anstatt von seinem Ruhm zu profitieren, machte sich Draco über Harry lustig, was dazu führte, dass die beiden zu erbitterten Rivalen wurden.
Es ist immer noch faszinierend, sich vorzustellen, was passiert wäre, wenn Harry tatsächlich das Angebot von Draco angenommen hätte. Harry Potter war derjenige, der Voldemort aufhielt, aber die eigentliche Wahrheit in den Augen der Todesser war, dass er eigentlich sein Ersatz war. Es gab eine Menge von Anhängern, die Riesen, die Werwölfe und all die Kreaturen, die von den Regeln des Ministeriums unterdrückt wurden, und alle unter der Führung von Voldemort. Ein Teil davon war natürlich aus Angst nur da, aber sie blieben in der Ordnung aus Angst vor dem Zorn des Dunklen Lords. Viele interne Kämpfe begannen und nicht einmal der Stellvertreter des Dunklen Lords konnte die Ordnung wiederherstellen. Es ist keine Überraschung, dass einige oder viele Anhänger des Dunklen Lords hofften, dass Harry derjenige sein würde, der sie zu Ruhm und Ehre führen und den Wandel in der Zaubererwelt herbeiführen würde, den sich so viele von ihnen herbeisehnten. Wenn wir das einmal ausmalen würden, wie genau würde das aussehen, wenn Harry tatsächlich der neue Dunkle Lord werden würde? Lasst uns mal eben ein hypothetisches Szenario aufstellen, in dem Harry wirklich den Platz von Lord Voldemort einnimmt. Ich glaube, wenn Harry in seine Rolle reinschlüpfen würde, würde Hermine sich schnell von Harry distanzieren, da sie die Haltung, die so viele Todesser gegenüber Muggelgeborenen haben, nicht befürworten kann. Ron wäre, glaube ich, etwas zwiegespaltener. Er wäre mit Harrys Plan einverstanden, um eine positive Veränderung herbeizuführen, aber andererseits wäre er halt auch auf der Seite der Muggelgeborenen. Die Hogwarts-Schüler wären geteilter Meinung, wobei einige glauben, dass Harry sein Schicksal erfüllt und deshalb derjenige ist, der den Untergang Voldemorts herbeigeführt hat. Die anderen würden denken, dass Harry mit Dumbledore den falschen Weg eingeschlagen hat und dass Harry all die gleichen falschen Entscheidungen trifft, die Tom Riddle einst traf. So würde es wieder zu viel Hass und vielen Ungereimtheiten kommen. Zwar denke ich, dass Harry ein freundlicherer Anführer der Zaubererwelt wäre als Voldemort, jedoch denke ich nicht, dass Harry im Allgemeinen eine sehr gute Führungspersönlichkeit hat. Trotzdem würde der Welt wahrscheinlich und hoffentlich in diesem hypothetischen Szenario viel Leid erspart bleiben. Einige Todesser hätten sich wahrscheinlich über einen größeren Zeitraum hinweg gewünscht, dass Harry den Platz von Voldemort einnimmt, so wie zum Beispiel Lucius Malfoy, da er nicht unter der Angst des Dunklen Lords leben konnte. Andere hingegen würden alles tun, um das zu verhindern, wie zum Beispiel Bellatrix Lestrange, die nicht ohne Voldemort leben könnte und eine Abhängigkeit zu ihm hatte. Aber wir werden wohl nie erfahren, was wirklich passiert wäre, wenn Harry Voldemorts Position eingenommen hätte. Und das war's auch wieder mit diesem Video. Ich hoffe, es hat dir gefallen und wenn es das hat, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben und ein Abo freuen. Wenn du Fragen oder Anmerkungen hast, schreib sie mir doch gerne in die Kommentare. Bis dahin, bis zum nächsten Mal bei Harry Potter Wissen.